Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über den Combine, der ja nun vor ein paar Tagen war, beziehungsweise inzwischen sogar schon letzte Woche. Ich habe es einfach zwischendurch nicht geschafft, aber ich dachte, ich bringe noch ein Video dazu. Ich wurde häufig von euch gebeten und hier ist es. Ich hatte eigentlich vorgehabt, das Ganze in eine Folge vom Newsflash mit reinzunehmen, aber ich habe in letzter Zeit so viele, gerade über den Draft, jetzt lange Videos gebracht, dass ich dachte, vielleicht mal wieder so an die 10-Minuten-Grenze ein Video, damit es ein bisschen kürzer ist, wie gesagt. Und noch dazu, die größte Neuigkeit, über die ich zurzeit reden wollen würde, ist halt die Antonio Brown-Situation. Und da sind gerade die Bills abgesprungen in meinem Zeitstrang hier zur Aufnahme des Videos. Und deswegen habe ich gedacht, da warte ich lieber noch, vermutlich die nächsten Tage kommt es irgendwann, macht euch keinen Kopf. Ich gebe euch für jede Position vom Combine einen großen Sieger, der also in diesem Combine-Prozess wirklich mich überzeugt hat davon, dass ich meine Meinung zu ihm vielleicht nochmal positiv ändere. Und dann gebe ich euch am Ende drei Verlierer vom Combine, positionsunabhängig, einfach welche, die wirklich ziemlich enttäuscht haben jetzt an diesem Wochenende bzw. an ihrem Tag. Und dann ganz am Ende kriegt ihr noch meine persönliche Meinung zum Combine generell. Ich würde sagen, vorher gar nicht groß drum rumreden, nur eine Sache noch. Wir haben letztes Jahr, wir sind Fabrice und ich, ein Video gemacht, wo wir selber den Combine sozusagen nachgestellt haben. Das heißt, wir haben ganz viele von diesen Testsachen selber gemacht. Broad Jump, Vertical Jump, 40 Yard Dash, den Cone Drill haben wir ein bisschen falsch gemacht, egal, 20 Yard Shuttle und so weiter. Also wenn ihr das euch mal angucken wollt, wie wir beide uns quasi vergleichen mit den richtigen NFL-Spielern vom letzten Jahr Draft, dann macht das doch. Einfach NGG und Combine eingeben bei YouTube, dann kommt das Video ganz, ganz oben. Und wenn ich dran denke, dann packe ich euch das Video in die Beschreibung und die Kommentare. Quarterback für mich, die positivste Überraschung war Drew Lock. Ich hätte beinahe Will Greer gesagt, aber das kann ich nicht mit einem guten Gewissen machen, weil ich sowieso bei Will Greer schon höher drauf bin als die nationale Media sozusagen. Das heißt, die sind vielleicht einen Ticken an mich rangekommen, aber meine Meinung war vorher sowieso schon relativ hoch. Bei Drew Lock bin ich persönlich ein bisschen jetzt überzeugter davon, dass er tatsächlich so dieser Nummer 3 Quarterback im Draft ist. Denn die Drills haben mir gut gefallen, die Würfe, die kommen richtig schön raus, die haben eine super Form. Und dann ist, ich weiß, es nicht so wichtig für Quarterbacks, aber ein 4-6-9er 40 Yard Dash ist echt gut, da hätte ich nicht mit gerechnet. Also insgesamt ein sehr, sehr solides Workout. Running Back ist ein bisschen knifflig, weil ich mich letztendlich für jemanden entschieden habe, der leider bei den Workouts, bei diesen Drills nicht mehr mitmachen konnte. Also wo du wirklich mit dem Ball laufen musst, wo du den Ball fangen musst und so weiter. Bei den Running Backs jetzt natürlich. Das ist Justice Hill. Und ich habe letztens in meinem Video bei den Top 5 Running Backs schon drüber geredet, dass er da nicht drin ist, weil ich mich nicht zu sehr vom Combine beeinflussen lassen möchte. Aber ich habe, nachdem ich den Combine gesehen habe an dem Tag, habe ich mir definitiv noch von ein, zwei Spielen das Tape angeguckt von Justice Hill. Übrigens, wenn Leute mal fragen, wo gucke ich das Tape, nahezu alles vom College Football findet ihr auf YouTube. Man muss nur ein bisschen suchen, dann findet man das. Ein 4-4er 40 Yard Dash, das ist stark. 10-10 Broad Jump, das ist auch gut. Und ein 40-Inch Vertical Jump. Alles sehr stark, alles jeweils der beste Wert für die Running Backs. Deswegen war ich zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich schon gespannt drauf, was er in den Drills macht, wie gut er aussieht, weil wenn er da wirklich richtig gut ausgesehen hätte, dann ist es beinahe der Punkt, wo das ein Ticken mehr wiegt, als die negativen Aspekte, die man im tatsächlichen Tape sieht. Wie gesagt, ich komme in meinem letzten Punkt noch drauf zurück. Wie gesagt, konnte er die Drills aber leider nicht machen. Hat sich beim zweiten 40-Yard-Versuch irgendwas angerissen oder gezerrt, also nichts wirklich Schlimmes. Er kann definitiv dann spielen, wenn er gedraftet wird, aber wie gesagt, leider so, dass er nicht weitermachen konnte. Wide Receiver, das ist jetzt ein bisschen eine polarisierende Meinung, weil ich den sowohl als Winner gesehen habe, als auch als Loser vom Draft-Prozess bzw. vom Combine jetzt pur, DK Metcalf. Ich habe letztens erwähnt, dass er für mich ein Sieger ist, einfach weil du mit der Statur, mit dem Gewicht nicht in der Lage sein solltest, einen 4-3-3er zu rennen. Ich meine, wenn ihr euch mal die anderen anguckt, die da in dem Rahmen unterwegs waren, dann sind es Paris Campbell, dann ist es Isabella, dann ist das, wie heißt der andere? Terry McLaurin, die sind alle nicht klein und zierlich. Wenn ich das jetzt sage, kommt es halt dumm rüber, weil die alle größer sind als ich und auch alle definitiv mehr Muskelmasse haben als ich. Aber im Vergleich zu NFL-Spielern, zu typischen NFL-Receivern, sind die alle eher klein und einfach, die sehen explosiver aus. DK Metcalf, wenn du den siehst, dann denkst du nicht, dass der schnell rennt. Du denkst, der ist stark wie Sau, von mir aus springt der hoch und so weiter, aber du denkst nicht, dass er besonders schnell rennt. Hat er aber gemacht, wie gesagt, ein 4-3-3er-Dash, 40-5 Vertical Jump und 11-2 Broad Jump, also richtig gut. Noch dazu sah er bei den Drills sauber aus. Das heißt, die Routen, die er gelaufen ist, seine Hände, das sah alles gut aus.
Deswegen für mich ein klarer Gewinner vom Combine. Was jetzt viele Leute gesagt haben, warum er ein Loser ist bei denen, das ist für mich einfach zu wenig. Das sind diese ganzen Agility, also Agilitätssachen, der 3-Count-Drill und der 20-Yard-Shuttle. Ich glaube sogar, wenn wir den richtigen 3-Count-Drill aufgebaut hätten in dem Combine-Video, dann hätte sein können, dass Fabrice sogar schneller gewesen wäre als er, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das eine rote Flagge, aber du guckst dir diese Agility-Drills an und sagst, oh, er sieht echt wirklich ziemlich steif aus, gucke ich mal nochmal ins Game-Tape. Und wenn du dann da keine Probleme findest, dann gibt's kein Problem. Nur weil er beim Combine bei den Zeitmessen-Sachen nicht gut war, heißt es nicht, dass sein Route-Running schlecht ist auf einmal. Es ist nicht wirklich seine Spezialität und er wird nicht den kompletten NFL-Route-Tree haben, wie jetzt Antonio Brown zum Beispiel. Aber er ist auch nicht purer Burner, der einfach wirklich nur Verticals laufen kann. Hauptsächlich, natürlich, aber er hat sich definitiv geholfen mit dem Combine-Workout. Tight End bei mir ist Noah Fant, 4-5er, 40 Yard-Dash, das ist richtig gut. Das ist eine Wide-Receiver-Zeit, wenn man ganz ehrlich ist. 39,5-Inch Vertical Jump ist stark und 10,7 Fuß oder 10 Fuß 7 Broad Jump, das ist wirklich gut. Noch dazu, in den Receiving Drills war einer von den zwei besten Tight Ends. Irv Smith Jr. hat mir auch richtig gut gefallen und natürlich der Kollege von Iowa. Aber Noah Fant, gerade durch die Schnelligkeit guckt man da ja bei den Receiving Sachen noch ein bisschen eher hin und da hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Bei den Blocks eher so lala. Aber wenn jemand oder wenn ein Team wirklich jetzt einfach nur einen Speedster will, einen Evan Engram zum Beispiel, der ist ja auch nicht wirklich ein Blocker. Wenn du so einen Spieler willst, dann guckst du auf Noah Fant. Dann kann es auch passieren, dass er der erste Titan vom Board ist. Jetzt bei den O-Linern ist jemand, der mir eigentlich nicht negativ aufgefallen ist, aber auch nicht wirklich positiv in dem Spiel, was ich gesehen habe im Herbst. Denn es ist Garrett Bradbury, Center von NC State. Und NC State hat natürlich gegen Florida State gespielt. Und wie gesagt, er ist mir nicht besonders aufgefallen. Und wenn ich mir dann aber anderes Tape angeguckt habe, jetzt nach dem Combine, nur ganz, ganz kurz, da bin ich noch nicht richtig drin, also erwartet noch nicht, dass jetzt hier eine richtige Analyse kommt, das kommt dann in dem Online-Video, aber der ist richtig stark. Und ich glaube, mit dem Combine, mit der Balance, die er gezeigt hat und gerade mit der Fußarbeit, da war kein anderer O-Liner, vielleicht Andre Dillard, der auch nur auf einem ähnlichen Niveau war, einfach von der Grazie, sage ich mal. Also es sah zwischendurch aus wie ein sehr, sehr, sehr schwerer Wide Receiver, was er da gemacht hat. Also der hat sich meiner Meinung nach relativ sicher in die erste Runde reingespielt. Und wenn der aus der ersten Runde rausfällt, dann ist es wirklich nur, weil wir dieses Jahr defensiv so viel Talent haben im Draft. Und apropos defensives Talent, gutes Segway, Jedi. Kommen wir auf die defensive Seite vom Ball. Wir sind bei Defensive Ends bzw. Edge Rusher. Also denkt dran, Josh Allen zum Beispiel würde ich nicht als Linebacker zählen, sondern als Edge Rusher. Das kommt auch so rüber dann in meinen Positionsvideos, wo ich die Top-Spieler auf der Position bringe. Josh Allen wird definitiv bei Edge Rusher zu finden sein, nicht bei Linebacker. Und da mache ich auch keinen Unterschied, ob du ein 4-3 Defensive End bist, sondern 3-4 auf Outside Linebacker. Obwohl es theoretisch ein Unterschied ist. Also es sind schon nochmal andere Positionen. Es gibt manche Leute in dem Draft, die können vermutlich beides machen, Brian Burns zum Beispiel. Und dann gibt es andere Leute wie ein Joey Bosa, den würde ich, glaube ich, nicht als 3-4 Outside Linebacker spielen lassen. Das ist einfach eine Geschmackssache, wirklich. Montez Sweat auf jeden Fall, der Edge Rusher, der, glaube ich, alle komplett überrascht hat. Man wusste, dass er schnell läuft, aber man wusste nicht, dass er so schnell läuft. 4-4-1 vor der Yard Dash. Ich habe euch gerade gesagt, der schnellste Running Back in dem Draft, das war Justice Hill, 4-4-0. Also eine hundertste Sekunde langsamer als Edge Rusher, als der schnellste Running Back im Draft oder in dem Combine zumindest. Wenn Bryce Love gelaufen wäre, okay, da hätten wir noch was anderes gehabt oder so, aber das ist unnormal, das sollte nicht so passieren. Der Typ ist 6'6", 260 Pfund. Sowas darf doch nicht sein. Stellt euch mal vor, ein 6'6-Kerl, wie groß ist das? 2 Meter, keine Ahnung, 2 Meter 2, 2 Meter 4 oder sowas, rennt auf euch zu. Mit der Geschwindigkeit, was soll man denn da machen? Es ist unglaublich, wirklich. Der hat sich ja sowieso schon beim Senior Bowl sehr geholfen und jetzt damit nochmal sehr weiter. Die ganzen Agility-Sachen, also gerade in den Drills, sah super aus bei ihm, hat sich definitiv hochgespielt. Defensive Tackle, da ist nicht wirklich viel zu sagen, weil es der beste Defensive Tackle im Draft ist. Das ist Quinn Williams, auch der. Der ist ein 4-8-3 vor der Yard Dash gelaufen. Als Vergleich, das ist ein schnellerer 40 Yard Dash, als ich gelaufen bin in dem Video. Und ich bin nicht besonders langsam, würde ich sagen. Und das ist nur ein Ticken langsamer, als Fabrice gelaufen ist. Und Fabrice ist schnell. Glaubt mir, Fabrice ist schnell. Natürlich hatten wir kein Training, es war in der Sonne und so. Ansonsten, mit guten Bedingungen, mit bisschen Training, wäre ich vermutlich, hoffentlich schneller gewesen als Quinn Williams. Aber
einfach mal so, der Typ ist halt auch schwer wie sonst was und der einer der langsamsten Running Backs, der immer noch hoch produced hat, sozusagen im College, der gut ist, der auch eigentlich relativ hoch projected war für den Draft, das ist Elijah Holyfield und der ist 4.78 gelaufen. Also 500stel schneller nur, das ist unglaublich. Nee, ich krieg mich nicht ein mit diesen ganzen schnellen defensiven Zeiten von den schweren Jungs dieses Mal. Oder generell von den schweren Leuten. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr ist egaler, wie man aussieht und wie viel man wiegt, die laufen einfach trotzdem alle genauso schnell. Das ist unnormal. Devin Bush, 4.43 40 Yard Dash, 40,5 Vertical Jump und dann 10 Fuß 4 Broad Jump, wenn ich mich nicht irre. Ja, war richtig. Das sind alles die Sachen, die so nebensächlich gut sind. Das ist derbe stark. Der Broad Jump, der Vertical Jump war, glaube ich, der höchste von Linebackern. Der 40 Yard Dash war der zweitschnellste und der Broad Jump war zusammen mit noch wem anders der Drittmeister. Also alles definitiv Top-Nummern für die Linebacker und wir hatten dieses Jahr schon eine richtig athletische Linebacker-Class. Aber was wirklich wichtig ist, sind einmal die Drills, die sahen super aus bei ihm, das wusste man vorher schon. Aber die Measurements, also wie er vermessen wurde, gewogen, die Größe und so, das war, glaube ich, das Wichtigste für ihn. Habe ich auch letztens schon im Video gesagt, weil der einfach, im Mockdraft habe ich das gesagt, weil er einfach nicht mehr weit weg ist von Devin White. Und der hat die besseren Instinkte. Also ich würde sagen, bei mehreren Teams ist er jetzt vielleicht sogar Nummer 1 Linebacker auf dem Board. Bisschen schneller durch, Byron Murphy als Cornerback hat mich sehr überzeugt. Der hat zwar nicht besonders schnell oder eigentlich sogar verhältnismäßig langsame Zeit gehabt beim 40-Yard-Dash, aber die Drills sahen einfach so gut aus. Die Fußarbeit, die Technik, die Hände, war alles so, so gut, dass ich glaube, der ist, wenn überhaupt, gestiegen. Safety Jonathan Abram hat gezeigt, dass er sehr explosiv ist, gleichzeitig sehr stark. Wir haben einen 4-4-5er 40-Yard-Dash und 16 Wiederholungen beim Bankdrücken und das ist für einen Defensive Back schon richtig gut. Also für viele Leute der Top-Safety auf dem Board hat sich, wenn überhaupt, nochmal geholfen mit dem Combine. Wir kommen zu den drei Verlierern. Das ist einmal N'Keal Harry bei mir, der erstaunlicherweise eine schnellere Zeit gelaufen ist, als ich gedacht hätte und auch als viele andere gedacht hätten. Dafür auf der anderen Seite aber was man eigentlich erwartet hätte, was gut wird bei ihm, ziemlich schlecht gemacht hat. Das sind die Drills, die Routen und so. Da sah er langsam aus, sah schlampig aus, konnte nicht auf der Linie bleiben. Das war echt alles nicht sehr gut. Also vielleicht hat er im Training das Ganze ein bisschen vernachlässigt, um sich auf den 40-Yard-Dash zu konzentrieren. Auf jeden Fall hat es ihm nicht großartig weitergeholfen. Nächster Verlierer, Devin Singletary. Da habe ich in meinem Running Back Video schon drüber geredet, deswegen muss ich hier nicht mehr wirklich viel machen. Ich habe gesagt, von diesen kleinen, spritzigen, schnellen Running Backs erwartet man immer besonders schnelle 40-Yard-Dash-Zeiten, damit du halt so ein Home-Run-Hitter sein kannst. Und da hilft 4.66 einfach nicht wirklich weiter. Ihr habt die ganzen Zeiten halbwegs im Kopf, die ich eben bei den ganzen anderen Top-Performern gesagt habe. Und dann als Running Back 4.66 zu haben, das ist nicht gut. Jetzt der sich vermutlich am meisten geschadet hat mit den ganzen Interviews, mit den Drills, mit dem 40-Yard-Dash, mit allem, das ist Jakai Polite. Pass-Rusher und da muss man dazu sagen, der Fairness halber, er hat wohl Hamstring, also hintere Oberschenkel Probleme schon gehabt die Woche davor. So, das kann ein bisschen die mangelnde Explosivität erklären, auch wenn ich bei den Jumps dann nicht so wirklich dran glaube, dass es damit was zu tun hat. Ich glaube eher, der musste auch zunehmen oder wollte zunehmen, um ein besseres Gewicht zu haben, um eher als 3-Down-Defensive-End gewertet zu sein, also einer, der die ganze Zeit auf dem Feld sein kann, im Gegensatz zu einem, der dann nur für Pass-Rush-Situationen raufkommt. Und der hat einfach dieses Gewicht nicht gut verkraftet, das ist meine persönliche Theorie. Jemand anders, bei dem wir das gesehen haben, der es allerdings sehr gut verkraftet hat, das ist Brian Burns. Der hat auch knapp 20 Pfund zugenommen, glaube ich, und ist trotzdem noch verdammt schnell. Und ich glaube, Jakai Polite hat das einfach nicht so hingekriegt. Die riesengroße rote Flagge ist aber, wo ich gehört habe, mehrere Teams haben ihn sogar komplett vom Board genommen, von wegen, oh nee, den wollen wir nicht, es sei denn, der ist in der 6. Runde noch da oder sowas. Das sind die Interviews. Der soll wohl in den Interviews sehr patzig gewesen sein und dann bei den öffentlichen Sachen, das heißt nicht bei den Interviews mit den GMs, was ich vorher meinte, sondern bei den öffentlichen, bei den Mediensachen, hat er sich über die GM-Interviews beschwert und meinte, oh, es gab ein Team, die haben mich die ganze Zeit nur irgendwie gedisst und haben mir die ganze Zeit Sachen, Fragen zu meinen Schwächen gestellt und wollten überhaupt nicht über meine Stärken reden. Ja, es ist eine Strategie, Kumpel, da musst du mitspielen, du kannst dich da nicht drüber beschweren. Und deswegen gilt er jetzt bei vielen Teams als unreif und nicht coachable. Oh, ich bin schon wieder nicht in der Zeit geblieben. Meine persönliche Meinung noch zum Schluss. Ich denke, der Combine ist ein bisschen überbewertet. So ist natürlich auch der Trend der letzten Jahre, dass es immer mehr Leute sagen, er hilft einem definitiv weiter. Aber was ich mitgekriegt habe von vielen Scouts und Experten, der Combine ist wirklich nur einmal als entscheidender Faktor gut, wenn du bei zwei Leuten die gleiche Note hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel N'Keal Harry und DK Metcalf exakt gleich bewertet hätte, dann gucke ich einfach, wer ist besser beim Combine. Wer ist schneller, wer springt besser, wer läuft die besseren Routen und so. Und wenn das dann halt DK Metcalf ist, wie in unserem Beispiel, dann rutscht er einfach
einen Spot vor N'Keal Harry. Das heißt, wenn ich im Draft rankomme, ich will Wide Receiver draften und die sind beide auf dem Board, dann muss ich nicht erst überlegen, oh, ich habe auf beiden die gleiche Note, dann weiß man, DK Metcalf war besser beim Combine, ich nehme den. Und auf der anderen Seite, was es auch vielen Scouts noch sagt, ist, ich habe da eine schlechte Note bei dem Spieler, aber er ist beim Combine gut. Vielleicht habe ich mir noch nicht genug Tape von dem angeguckt oder nicht aufmerksam genug. Ich gehe nochmal zurück und gucke es mir nochmal an. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr noch schnell ein Like da lasst. Es ist kostenlos für euch und hilft mir sehr weiter. Deswegen, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.